Mein Name ist Jan Haider von CapTrader. Ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Dann können wir doch loslegen, und zwar heute mit Philipp und Philipp von Delta Value. Die Kombination ist Ihnen natürlich bestens bekannt, denn heute haben wir den vierten und letzten Teil zumindest dieser Serie, denn die beiden und auch wir von CapTrader haben uns natürlich noch weitere gute Vorsätze für das laufende Jahr ins Buch geschrieben. Dazu wird aber gleich noch etwas mehr kommuniziert. Heute geht es zunächst mal um die Optionsauswahl und den Live-Handel. Und da will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen und übergebe einmal. Perfekt, alright. Da würde ich sagen, danke auch nochmal für die Einleitung. Und wir sind wieder am Start mit dem Thema Optionshandel lernen von der Aktie zum Optionstrade. Grüße euch auch nochmal im Chat und auch im Fragetool. Das heißt, ihr wisst bestens Bescheid, wenn es Fragen gibt, stellt sie gerne. Wir werden sie dann zu gegebenen Zeitpunkt aufsammeln, spätestens am Ende gebündelt quasi abarbeiten. Ja, zum heutigen Thema haben wir eine Webinarreihe auch im April vorbereitet, beziehungsweise nicht zum heutigen Thema, sondern fortführend. Und ihr könnt euch heute schon anmelden. Das Thema, das wir im April in einer ja, vierteiligen Serie behandeln werden, ist der Optionshandel für Fortgeschrittene, die Webinarwoche mit Delta Value. Das heißt auch wirklich in die Technik, in den konkreteren Handel bezogen auf den Optionshandel, weniger den Basiswert. Und ihr könnt euch bereits anmelden unter dem folgenden Link. Und den Link bitte ich vielleicht Philipp Malte oder den Kollegen kurz das im Chat zu posten, weil es abzutippen sicherlich etwas sperriger sein dürfte. Vielleicht könnt ihr Ich dort kurz probiere schon es mal. gerade. Ich bin mir nicht ganz Jawohl. sicher, ob es da ist. Ansonsten gerne, wenn noch von CapTrader jemand da ist, kurz unterstützen. Ansonsten Schon sehe ich es passiert. gerade Also kein ich habe Problem. einen gekürzten Link von Bitly mal gesendet. Sehr Ich gut. hoffe, dass der in der Fragensektion dann angekommen ist und im Chat poste ich den jetzt auch noch mal gerne. Okay, perfekt. Jawohl, teste ich auch. Das müsste funktionieren. Ihr könnt Feedback geben. Also wir kriegen es auf jeden Fall hin. Vielleicht nicht sofort aus dem Stand, aber ihr werdet euren Link sehen. Und wenn ihr Lust habt, auf jeden Fall die Einladung am besten gleich heute anmelden. Dann kriegt ihr automatisch auch die Erinnerung. Wir wissen, bis April sind es noch einige Monate. Da ist das Wetter schon wieder schön. Umso sinnvoller ist es, sich jetzt schon anzumelden. Dann könnt ihr immer noch entscheiden später, ob die Zeit passt. Ich sehe in den Fragechats, der Link funktioniert. Einwandfrei. Dann könnt ihr da euch auch tatsächlich registrieren. Ja, lasst uns kurz vielleicht zurückblicken. Die Rückblicke würde ich sagen, jeden Tag ein Stück schneller. Es gibt ja viele treue Zuhörer, die seit Montagabend schon dabei sind. Für die, die noch nicht dabei sind oder einfach als schneller Fresh-up, was haben wir eigentlich bisher gemacht? Was sind die Konzepte, die wir bisher behandelt haben? Und was soll heute quasi der Abschluss sein? Was ist heute der Deckel, der einfach draufgesetzt wird? Wir beginnen kurz im Status quo. Ja, für die, die einfach schon dabei waren, die Ehre, dass wir gleich mit dem heutigen Thema im Status quo beginnen. Und zwar, wir wollen heute einen Abschluss von der Aktie zur Option fassen. Das heißt, wir werden heute auch nochmal konkret Optionsgeschäfte eröffnen. Wir werden die auch erklären, unsere Gedanken hinter den Geschäften erklären und natürlich auch in der Trader Workstation zeigen, wie man die auswählt, wie man die abschießt und die Order letztendlich abfeuert und wo das Ganze dann auch im Portfolio aufzufinden ist. Das heißt, wir werden das konkrete Vorgehen nochmal thematisieren. Wir werden das sowohl konzeptionell auf Folien zeigen als auch in der Trader Workstation wirklich im Workflow. Wir werden die Optionen gemeinsam auswählen. Wir werden auch nochmal Handelsideen uns erarbeiten. Einfach nochmal eine kleine Idee, wie kann ich denn auch jenseits von Qualitätsaktien vielleicht eine andere Aktienkategorie attackieren mit Optionen? Wie kann man das durchrechnen? All das ist das Thema von heute. Wir werden auch Handelsideen dann vergleichen. Das haben wir auch versprochen, dass wir also nicht nur einen Trade euch zeigen, sondern auch zeigen, wie das vielleicht anders verhält gegenüber einer anderen Aktie. Und wir werden die Order heute auch abfeuern. Das haben wir gestern noch ein bisschen, um den Spannungsbogen eben zu haben, noch gelassen, damit die Fragen auch in der richtigen Reihenfolge kommen. Heute werden wir die Order auch abfeuern, damit die dann danach im Portfolio zu sehen ist. Und das ist vielleicht nochmal die Frage, die der ein oder andere hatte. Wie sieht das eigentlich ganz am Ende aus? Eine Option, die ich initial verkauft habe, also zum Beispiel der Short Put, wie sieht das eigentlich aus in einer Portfolioansicht? Einen Wert, den ich quasi gar nicht habe, sondern quasi auf der Verpflichtungsseite stehe. Und ihr werdet merken, das ist am Ende doch einfacher, als man sich das vielleicht vorstellt. Und dann sind wir wieder einen Riesenschritt weiter im praktischen Handel. Ja, wo kommen wir die letzten 3 Tage her? Wie gesagt, im Schnelldurchgang. Wir haben im Webinar Nummer 1 über die systematische Aktienauswahl gesprochen. Also, wie finde ich überhaupt einen richtigen Basiswert,
auf den ich dann eine Option handeln sollte. Wir haben über verschiedene Risiken und über verschiedene Chancen gesprochen, je nach Aktienkategorie. Das liegt uns am Herzen. Denkt immer in Aktienkategorien, auch wenn ihr später vor allem Optionen handelt, weil das Risiko einer Aktie vererbt sich immer durch. Punkt. Wenn ihr die Aktie besser versteht, wenn ihr den Basiswert besser versteht, gibt es weniger Überraschungen im Optionshandel. Im zweiten Teil haben wir über die Einführung in Optionshandel gesprochen, mit Fokus auf Stillhaltergeschäften, das heißt mit Fokus auf die Art von Optionsgeschäft, bei denen ich initial Verkäufer bin, also die Prämie vereinnahme und gegebenenfalls Aktien angedient bekomme oder gegebenenfalls auch adjustiere. Für die fortgeschrittenen Strategien wäre das natürlich auch möglich. Wir haben euch auch ein Giveaway gegeben, also in Webinar 2 als auch Webinar 3 haben wir euch dieses PDF gegeben, das ihr direkt runterladen konntet unter deltavalue.de/captrader. Der Link funktioniert immer noch. Wer das von euch noch nicht hat und gerne haben möchte, könnt ihr quasi eine Art Spickzettel-PDF-Report euch herunterladen. Da könnt ihr die verschiedenen Positionen von Optionen nochmal nachvollziehen. Gestern haben wir über die Trader Workstation gesprochen. Ganz explizit haben wir eigentlich besprochen, wie man die Trader Workstation überhaupt öffnet und wie man ein ordentliches Layout hinzaubern kann, so damit der Handel eben auch einfach vonstatten geht. Und das Layout werdet ihr heute natürlich genau so wieder vorfinden. Wir haben auch erklärt, wie man es anlegen kann und wie man es verändern kann. Auch da würde ich sagen, haben wir ein Beispiel-Trade gemacht, der schon mal einige Erkenntnisse gebracht hat, die wir heute einfach noch feilen wollen, indem wir wirklich auch die Berechnungen mehrfach tätigen und die Order abschließen. Und damit sind wir am Status quo angelangt. Wann immer ihr Fragen habt, speziell auch zum heutigen Thema natürlich, gerne auch darüber hinaus, aber im Sinne des roten Fadens, ja, vor allem bezogen auf das heutige Thema, dann lasst es uns einfach wissen in den Frage- und Chat-Funktionen. Nicht böse sein, wenn wir vielleicht eine Frage mal übersehen, dann gegebenenfalls am Ende einfach nochmal stellen. Und nicht böse sein, wenn wir nicht sofort drauf antworten. Wir werden sie gegebenenfalls sammeln und am Ende im Bündel beantworten. Okay, soweit die Organisation, Rückblick und kurzer Ausblick. Haben wir was Wichtiges vergessen oder sind wir startklar? Was meinst du? Ich glaube, wir können voller Motivation starten. Also finden wir mal heraus, was es so an Live-Optionsideen gibt, wie wir auf die passenden Aktien kommen. Und wir werden, wer hätte es gedacht, heute uns auch nochmal genau mit der PayPal-Aktie, glaube ich, auseinandersetzen und das dann auch wirklich komplett jetzt in der TBS in die Praxis bringen. Von daher würde ich sagen, ich habe Laune, lass uns direkt loslegen. Ja, Film ab, genau. Auf geht's. Optionsauswahl und Live-Handel. Wir beginnen, um uns langsam warm zu machen, mit einem schnellen Recap auch der letzten 4 Webinare, einfach als optisches Mittel. Was haben wir eigentlich zuletzt gemacht? Was waren die bisherigen Ideen? Und das auch wirklich im Schnelldurchgang heute. Step Nummer 1 war, dass wir über verschiedene Screening-Tools besprochen haben, dass wir darüber Aktienkategorien einsammeln können. Soll heißen, wir haben die Möglichkeit, in Aktienkategorien zu denken, müssen dann einfach wissen, welche Kennzahlen beschreiben denn diese Aktienkategorien. Und dann sucht man ganz explizit in dieser Kategoriewelt nach Titeln. Und nicht andersrum, wir lassen uns quasi nicht von Medien irgendwie unbewusst vorschreiben, was wir handeln, sondern wir gehen einfach aktiv in die Aktienselektion. In Webinar 1 haben wir vor allem über Qualitätsaktien gesprochen. Dort haben wir also auch sehr viele Kennzahlen dort schon mal definiert, die wir nutzen würden in einem Screening-Tool. Heute, damit ihr etwas mehr Varianz auch oder Varianten bekommt an Aktienkategorien, werden wir das anhand von Dividendenaktien machen, zumindest in einem Beispiel, damit ihr die Denkweise seht und ihr auch direkt live seht, wie würden wir das jetzt eigentlich in einem Screener umsetzen. Danach, und das ist hier sinnbildlich der Value-Rechner bei uns von der Ausbildung, würde man diese Aktie einfach genauer anschauen. Das heißt, wir würden vielleicht auch schauen, sind die Gewinne wirklich stabil gewesen? Man kann sie auch bewerten. Das ist hier nur der Vollständigkeit halber aufgelistet. Wir werden im Zuge des Themas heute direkt nach Punkt 3 springen. Das heißt, wir werden direkt sagen, wie sieht die Aktie jetzt auf der Watchlist aus? Wollen wir jetzt eigentlich handeln oder nicht? Wir haben 2 konkrete Aktien mitgebracht, die wir hier also handeln können, wovon eine bei uns tatsächlich auf der Watchlist drauf ist, nämlich die PayPal-Aktie, die wir als Beispiel nutzen. Es gibt eine 2. Aktie, die wir eher als Beispiel zusätzlich mitgebracht haben, die bei uns aktuell nicht auf der Watchlist ist, die man aber trotzdem hervorragend nutzen kann, um damit Vermögen langfristig aufzubauen und auch für den Optionshandel. Punkt 4 wird heute sein, wir gehen dann eben in die Trader Workstation und ganz konkret hier sinnbildlich die Optionskette natürlich. Das heißt, wir werden Optionsketten analysieren, die Optionen heraussuchen, die uns am ehesten zusagen, unsere Handelsidee, und dann werden wir die abfeuern. Das ist also die Agenda und würde sagen, damit sind wir hier bereits durch. Gehen auf Punkt Nummer 2, eine schnelle Wiederholung, nämlich von dieser grundsätzlichen Idee
dass Aktien in Aktienkategorien gedacht werden sollen. Bedeutet, wir picken uns erstmal eine Kategorie heraus, bei der wir sagen, das Risiko ist überschaubar im Sinne der generellen Aktienwelt. Und dort wollen wir dann uns Gedanken machen, wie wir jetzt so eine Aktie finden. So, wir hatten das Ganze in der ersten Webinarfolge schon genauer besprochen, nämlich man kann anhand des Reifegrades eines Unternehmens sehr, sehr gut die einzelnen Aktienkategorien, manchmal werden sie auch Faktoren genannt, entlang schreiben. Zum Beispiel haben wir gesagt, Qualität ist in der Regel erst ab Etablierung bis zur Sättigung zu finden. Qualität bedeutet, es sind weltrangig die besten Unternehmen mit hohen Margen, hohen Wachstumsraten, mit hohen Burggräben, sind also sehr schwer kopierbar. Das alles wäre ein deskriptiver Versuch, Qualitätsaktien zu beschreiben. Dann gibt es auch Wachstumsaktien, die in der Regel immer deutlich jünger sind, aber natürlich auch schon etabliert sein können zum gewissen Teil und viele weitere Gattungen. Da wir aber über Qualitätsaktien und Growth-Aktien schon genauer gesprochen haben, heute, wie versprochen, etwas Abwechslung, werden wir über Dividendenaktien sprechen, in diesem ersten Beispiel heute zumindest. Und wie wir auch schon gesagt haben, Dividendenaktien sind in der Regel immer am Ende eines Reifegrades eines Unternehmens zu finden. Das hat ganz bestimmte Gründe. Wenn ich noch viel Wachstumspotenzial als Unternehmen habe, dann wird das Geld in der Regel auch stark reinvestiert, was bedeutet, dass relativ wenig übrig bleibt, um es auszuschütten. Wenn ich aber merke als Vorstand, ja, wir haben zwar Geldüberschuss, wir machen jedes Jahr Milliarden an Free Cashflow, an Überschuss, wissen aber nicht mehr, wo wir es rein investieren sollen, dann muss man es am Ende halt ausschütten. Und da gibt es nicht viel Möglichkeiten. Ich kann entweder Aktien zurückkaufen oder Dividende ausschütten. Und das war es auch schon. Der Rest wäre alles quasi intern. Ja, deswegen sind Dividendenaktien, die viel ausschütten, gleichzeitig auch häufig reife Unternehmen. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. Auch das, ein schneller Fresh-Up, was wir jetzt konkret suchen, wird schon klarer. Und entsprechend gehen wir auch schon einen Schritt in die Praxis. Denn jetzt käme ja die Frage, wie finde ich denn solche Titel, die durchaus gesättigt sind, also sicher nicht mehr die ganz großen Wachstumsraten haben, die aber mindestens eine überdurchschnittliche Dividende haben und vielleicht auch einen größeren Teil ihrer Gewinne ausschütten. Das wäre jetzt eigentlich der erste Schritt, den wir im Screening ja andenken müssen. Und entsprechend, wie versprochen, wir gehen heute in die Praxis, wollen das mal direkt live machen. Ich finde hier jetzt zwar einen Folien-Slide, aber wir gehen direkt auf finvis.com. So, und wenn ich auf finvis.com gehe, dann müsst ihr einfach, ihr startet normalerweise hier auf der Home-Funktion, ihr geht dann hier auf Screener und findet hier eine Vielfalt an Input-Faktoren, die ihr jetzt ausfüllen könntet. Leider sehr viel Werbung, aber dafür ist es kostenlos, die ihr ausfüllen könnt, um eben eure bestimmten Aktien zu finden. Das soll jetzt kein Spezialwebinar werden zum Screening, deswegen seht es nach, wenn ich jetzt relativ schnell hier durchgehe und euch einfach ein paar Tipps gebe, wie man Dividendenaktien filtern würde. Das Einzige, was jetzt hier vielleicht wichtig ist zu verstehen, ist, dass hier oben die Filter eingestellt werden. Da gebe ich also ein, welche Kennzahlen möchte ich überhaupt sehen bei meinen Aktien. Dann in der zweiten Welt weiter unten, dort sehe ich die ganzen Aktien, die jetzt noch übrig bleiben, nachdem ich jeweils einen weiteren Filter eingestellt habe. Und ganz klein, aber sehr, sehr wichtig, ist die Anzahl der insgesamt gerade gefilterten Aktien. Damit kann ich nämlich steuern, wie sensibel ist der Filter. In der Praxis ist es nämlich so, dass man nie genau weiß, was ist zum Beispiel gerade eine hohe Dividendenrendite. Ist das jetzt 2% oder 5 oder 8? Und entsprechend kann man ein bisschen rumspielen. Und wenn man sieht, dass zum Beispiel bei den gefilterten Aktien auf einmal 0 steht, also alle Aktien sind rausgefallen, dann weiß ich, dass der Filter offensichtlich ein bisschen zu stark war. Und dann kann man es eben nachjustieren. Das ist also die generelle Idee. Wir haben uns was vorbereitet natürlich fürs Webinar. Eine kleine Liste, mit der man jetzt Dividendenaktien sortieren könnte. Aber ich würde gerne mal in die Fragerunde kurz ein paar Ideen erörtern. Und ich würde gerne euch fragen, wenn ihr jetzt sagen müsstet, ihr sucht konkret die Aktienkategorie Dividendenaktien, was würdet ihr generell an Filtern eigentlich einstellen? Was schwebt euch vor? Was würde Sinn machen? Gerne mal eure Ideen stichpunktartig einstellen. So, da kommen die ersten Punkte, Dividendenrendite, ja, macht absolut Sinn. Zweiter Punkt wäre den Sektor. Sektoren
filtern wir sehr, sehr ungern. Wir filtern lieber nach den Kennzahlen und schauen dann, welche Sektoren rauskommen. Wir wollen ja nicht voreingenommen sein. Möglich wäre es aber auch. Dann sehen wir Umsatz, definitiv. Ich würde ein Wort ergänzen, Umsatzwachstum. Also das Wachstum ist uns immer sehr wichtig. Ich glaube aber, das hast du auch gemeint. Dann sehe ich den Begriff Marktkapitalisierung. Kann man definitiv machen. Es macht auch Sinn bei Dividendenaktien, weil das sind ja in der Regel Unternehmen, die sehr stark gereift sind. Die müssen eigentlich eine gewisse Größe haben, sonst stimmt irgendwas in der Logik nicht. Der Verschuldungsgrad, den könnte man auch mit dazu nehmen. Die sollte nicht zu hoch verschuldet sein. Da achten wir auch gerne auf Zinsdeckungsgrade. Also wie viel Zinsen kann ich eigentlich pro Jahr bezahlen? Was haben wir noch? Stabile oder stetig wachsende Dividendenrendite oder Dividendenzahlungen finde ich auch sehr spannend. Man kann also auch schauen, wurde die Dividende mindestens mal die letzten 20, 30 Jahre nicht gesenkt. Das würde heißen, im schlimmsten Fall ist sie stagniert, im besten Fall ist sie sogar erhöht worden. Das gibt mir zumindest Sicherheit, dass ich im nächsten Jahr wahrscheinlich dieselbe Zahlung bekomme vom Vorjahr. Dann ein sehr guter Punkt war die Payout Ratio, auf Deutsch einfach die Ausschüttungsquote. Ist ein Prozentsatz, wie viel Prozent des Gewinns wird eigentlich ausgeschüttet. 100% würde heißen, jeder Cent wird ausgeschüttet und 0% heißt, gar nichts wird ausgeschüttet, also null Dividende und alles dazwischen ist dann eben der entsprechende Wert. Super. Dividendenrendite größer 3%, kann man durchaus mal als Startwert sehen, sehe ich auch so. Ulrich hat noch gesagt, Volatilität, das heißt, Dividendenaktien schwanken in der Regel auch etwas weniger, dann kann man auch sagen, komm, wir wollen auch etwas weniger Schwankungen abfragen, könnte man auch machen. Das sind alles super Ideen. Perfekt. Zeigt mir also, die grundsätzliche Idee ist sehr, sehr gut verstanden. Das freut uns. Und damit würde ich sagen, Trommelwirbel Ende. Wir gehen einfach schnell durch. Und es gibt natürlich jetzt viele weitere Möglichkeiten hier zu screenen. Also das ist nicht jetzt die ultimative Dividenden-Screening-Formel, die wir jetzt hier zeigen, aber ein erster Weg, der sehr schnell geht. Und ihr könnt das natürlich verfeinern. Punkt 1 ist, den ich jetzt hier ansetzen würde bei Finvis, ist, ich würde auf Index gehen und ich filtere jetzt mal nur den S&P 500. Wir machen es uns etwas einfach. Damit habe ich nur die 500 größten Unternehmen in den USA nach Marktkapitalisierung. Ich habe also durch die Hintertüre schon einen Marktkapitalisierungsindex drin. Klammer auf, wer hier jetzt breiter filtern würde, der kann auf jeden Fall sagen, ich nehme einfach nicht den S&P 500, sondern die ganze USA und dort zum Beispiel dann eine Mindestmarktkapitalisierung, damit ich eben nicht die Pommesbude im Wert von 2 Millionen Marktkapitalisierung auch drin habe. Wir machen es jetzt hier einfach, S&P 500, damit schon mal das abgehakt. Als nächsten Schritt würde ich sagen, gehen wir auf einen ganz selbstredenden Filter, nämlich gibt es Optionen hierauf? Das wäre schön, wenn es die gäbe, sonst können wir ja kaum weitermachen. Also Optionable anklicken, damit haben wir den zweiten Filter. Und ihr seht jetzt schon, dass die ursprünglich 8.000 Aktien jetzt auf 502 geschrumpft sind. Das macht ja Sinn. Wir haben ja den S&P 500 hier eingestellt. Also macht total Sinn, dass da jetzt auf einmal nur noch ungefähr 500 sind. Was können wir als nächstes machen? Wir könnten die Dividendenrendite selbst auch noch filtern. Ich könnte zum Beispiel sagen, bitte gebt mir mindestens 3%. Jetzt will ich vielleicht nicht unbedingt über 8% einstellen, weil dann habe ich schon wieder Unternehmen drin, die vielleicht sehr zyklisch sind, die also langfristig nicht 8% geben, aber jetzt irgendwie gerade zufällig durch Glück oder durch Rückenwind im Geschäftsmodell 8% haben. Zum Beispiel Rohölaktien, die jetzt gerade von einem hohen Rohölpreis profitieren. Und da kann es sein, die haben jetzt hohe Renditen, aber das wäre dann auch risikoadjustiert vielleicht nicht mehr ganz so viel. Also empfehlen euch hier, erstmal von der unteren Seite nach oben zu arbeiten. Über 3% wäre ein guter Startpunkt. Und jetzt sind es nur noch 116 Stück. Jetzt können wir weitergehen, können zum Beispiel sagen, gib mir Aktien, die einen Börsengang haben, der mindestens 10 Jahre her ist. Damit sichere ich auch schon mal, dass ich mindestens 10 Jahre Unternehmensdaten habe. Das ist eigentlich ein Tipp, den wir immer gerne anwenden, wenn wir das Unternehmen genauer analysieren wollen. Aber wir reden hier über Sättigungsunternehmen, die eine höhere Dividende zahlen. Wahrscheinlich fallen nicht so viele raus. Wir klicken es trotzdem mal an. Über 10. Und jetzt sind von 116 8 Stück rausgefallen. Jetzt sind wir halt bei 108. Okay, sei es drum. War also nicht so sensibel, der Filter. Aber wir haben ihn ja trotzdem einfach drin. Als nächstes können wir jetzt auf diesen Fundamental-Tab gehen hier in der Mitte und können weitere Zahlen hinzufügen, die vielleicht dafür sorgen, dass die Dividende, die gezahlt wird, kontinuierlicher gezahlt wird. Also zum Beispiel die Sicherheit höher ist oder die Bewertung vielleicht auch nicht davongelaufen ist. Was man da unter anderem machen kann, ist, dass wir unterstellen, das Geschäftsmodell ist erstmal intakt. Wir haben hier zum Beispiel eine Steigerungsrate im Umsatz von mindestens mal 0%.
Also seltsam das jetzt klingt, Sättigungsunternehmen wie Dividendenaktien, die haben häufig auch nur 3-4% Wachstumsraten auf mittlere Frist, zum Beispiel auf 5 Jahre. Was ich aber nicht sehen will, ist, dass ich irgendeine Dividendenaktie habe, die in den letzten 5 Jahren weniger Umsatz macht als zuvor. Das will ich nicht. Also denkt auch dran, ein Filter kann durchaus auch mal sagen, einfach nur über 0%, bitte mindestens 0%. Wir können es ja immer noch im Detail nachher prüfen. Wo es Umsätze gibt, gibt es noch lange keine Dividende, also wollen wir auch einen Gewinn haben. Nächster Step wäre EPS Growth, also bitte auch mehr als 5%, mehr als 0% Wachstum in der Dividende, im Gewinn, die Aktie natürlich. Jetzt ist auch Gewinn übrig geblieben und immerhin sind von unseren gerade 108 Aktien noch mal einige raus. Jetzt sind nur noch 77. Die Fieberkurve nimmt also zu. Wir können noch einen Schritt weitergehen und können zum Beispiel sagen, wir möchten, ich schaue gerade auf meinen Spickzettel, eine Aktie haben, die nicht ultimativ hoch bewertet ist. Dividendenaktien zum Beispiel, die ein KGV haben, wie hier von 46, haben entweder einen Gewinn und Verlust oder einen EPS-Ausreißer oder aber irgendwas stimmt hier wieder nicht. Sie sind kurzfristig einfach zu stark durch einen Zufallsfaktor gestiegen oder wir haben einen Sondersektor drin, den wir vielleicht gerade nicht haben wollen. Also könnt ihr zum Beispiel sagen, beim KGV, das ist auf Englisch PI, bitte nicht höher als 20. Das ist natürlich eine kleine Brechstange. Ihr könnt es, wie gesagt, auch wieder anders machen und entsprechend einen gröberen Filter nutzen oder gar nicht KGVs filtern. Jetzt sind es noch 48 Aktien. Und was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist, wir wollen sicherstellen, dass zumindest eine Mindestmenge an Gewinnen ausgeschüttet wird. Sonst nämlich wäre es zwar eigentlich nicht schlimm, aber sonst wäre es wahrscheinlich keine Dividendenaktie. Und das bekommt ihr hin über die Payout Ratio, die wurde im Chat auch schon genannt. Also wie viel Prozent des Jahresgewinnes wird im Schnitt ausgeschüttet? Keine ganz genaue Kennzahl, muss man sagen. Korrekter wäre es eigentlich, wenn der Prozentsatz der Free Cash ausgerechnet würde. Aber näher kommen wir bei diesem Screener jetzt halt nicht ran. Der ist kostenlos. Wir sind jetzt mit dem gerade kurz verheiratet. Entsprechend sagen wir bitte eine Payout Ratio von mindestens 50%. Das würde heißen, mindestens die Hälfte der Gewinne wird ausgeschüttet. Das ist jetzt nicht falsch, wenn man 40 nimmt oder 60. Wir wollen einfach nur sicherstellen, dass das eher eine astreine Dividendenaktie ist, die hohe Gewinne macht, aber kaum noch Wachstum hat und deswegen alles ausschüttet. Also über 50% und jetzt sind es nur noch 17 Aktien. Und das, was jetzt übrig bleibt, das ist genau die ganze Idee vom Screening. Das ist natürlich keine finale Watchlist. Also jetzt bitte nicht blind kaufen. Jetzt würde man sich genau anschauen, in welchem Sektor ist denn zum Beispiel das Unternehmen tätig? Warum haben die eine hohe Dividende? Haben die zum Beispiel erst seit 2-3 Jahren, weil sie zufällig von Corona profitiert haben oder zufällig von einem hohen Rohölpreis oder Stahlpreis profitiert haben? Oder sind die langfristig am Start mit steigenden Dividenden? Das würde man jetzt alles genau prüfen. Und den Part wollen wir euch ein bisschen ersparen. Wir wollen ja jetzt relativ zügig wieder mit einer konkreten Aktie in die Trader Workstation gehen. Wir haben uns eine Aktie rausgepickt hier, mit der wir sehr gut rechnen können. Auch das ist jetzt keine Empfehlung für diese Aktie oder eine Anti-Empfehlung für alle anderen. Denkt dran, das bleibt jetzt erstmal ein Beispiel. Und das wäre die Aktie von 3M Company. Das Unternehmen kennt man sicherlich auch mal aus dem Bürobedarf, aber sicherlich auch der ein oder andere von euch als Aktienkandidat. 3M, Kürzel, kann man sich leicht merken, sind 3M. Das ist also das Symbol, das wir dann später auch einsetzen müssen in der Trader Workstation. Das also mal kurz der Schnelldurchgang durch Finviz. Und jetzt haben wir uns natürlich wieder 1-2 Ideen ausgedacht für euch, wie wir das teilen können. Nämlich, ihr könnt bei Finviz immer oben die Adresszeile kopieren. Dann habt ihr automatisch die ganzen Filter drin, die wir gesetzt haben. Und ich würde euch jetzt diesen Link einfach im Chat schicken. Dann könnt ihr damit rumspielen. Soll jetzt keine Empfehlung sein, wie gesagt, aber ihr könnt dann genau die Filterkriterien analysieren, die ich gerade ausgeführt habe und könnt die einfach nach bestem Belieben ändern, anpassen, wie ihr wollt. Ja, den Link kann man bookmarken, kann man verändern. Einfach als kleines Giveaway, nutzt das gerne. Im Chat ist der Link, ihr könnt reinschauen, ob er auch angekommen ist. Okay. Sieht gut aus. Sehr gut. Machen wir den Screen dazu. Wir haben noch ein weiteres kleines Giveaway, weil Finviz hat eben leider auch seine kleinen Hausproblemchen. Einerseits, weil das Unternehmen vielleicht nicht mehr Daten hat oder liefern will. Andererseits, weil es eben kostenlos ist, auch nicht viel Daten einkaufen möchte. Deswegen haben wir eine eigene Liste gebaut, die wir euch auch teilen wollen und die etwas mehr Informationen beinhaltet. Und zwar haben wir auch Download für Webinarteilnehmer für euch vorbereitet. Eine Dividendenaktienliste,
eine sogenannte Shortlist. Das heißt, es ist schon relativ stark runtergedampft, aber im Einzelfall solltet ihr euch die Aktie anschauen. Stand Januar 2023, beziehungsweise ganz konkret Stand 12. Januar 2023, also ganz frisch aus der digitalen Druckerpresse von uns. Und was haben wir hier gemacht? Wir haben die Aktien aus den USA, und zwar alle, nicht nur S&P 500, über verschiedene Scoring-Systeme gejagt, wie wir das eben sehen oder wie wir das machen, und haben zum Beispiel Volatilität einfließen lassen, also Aktien, die generell wenig schwanken. Wir haben Qualitätsscoring gemacht, Aktien, die also nicht nur Gewinne machen, sondern auch Gewinne mit einer sehr starken Zuverlässigkeit. Die Dividendenkontinuität wurde auch im Chat genannt, also wie lange wird eigentlich schon Dividende gezahlt, und natürlich zu guter Letzt die Höhe der Rendite, die interessiert uns ja auch. Das Ganze könnt ihr runterladen unter deltavalue.de/captrader-dividende und auch das wieder ohne Anmeldung. Ihr könnt es einfach direkt downloaden, und das Ganze möchte ich euch auch zeigen. Ich habe es hier nochmal in groß mitgebracht, mein Bildschirm nochmal groß, dann könnt ihr einen kurzen Blick drauf werfen. So sieht das Ganze aus. Vielleicht kannst du auch kurz den Link in den Chat schicken, beziehungsweise ich mache das mal eben. Ja, ich habe leider nicht die Rechte dazu gerade, sonst würde ich die Arbeit abnehmen. Kein Problem, kriegen wir auch hin. Genau, kriegen wir auch. Genau, so, da habt ihr das. Könnt selber öffnen, vielleicht trotzdem kurz auf den Bildschirm schauen, damit wir es erklären, zumindest die grundsätzliche Idee. Und zwar scoren wir eben die Aktien, das heißt, wir sagen nicht einfach nur eine Dividende, die jetzt, oder eine Aktie, die eine Dividende hat, die höher als 3% ist, die ist automatisch gefiltert, sondern es wird quasi noch ein Scoring vergeben, also je höher quasi die Dividende ist, umso mehr Punkte gibt es, und am Ende werden aus verschiedenen Disziplinen, wenn man so nennen möchte, aus verschiedenen Kennzahlen, gibt es jeweils Pluspunkte, und dann sind die besten Aktien nach Scoring einfach hier drauf. Das ist aber jetzt nicht als Bundesliga zu verstehen, also Platz 1 ist hier jetzt nicht deutlich besser als Platz 2. Es sind einfach alles tendenziell interessante Aktien im Delta Value Dividendenaktienbereich. Guckt euch die Einzelaktien einfach an. Was ist eingeflossen? Eben verschiedene Kennzahlen. Ich pick jetzt einfach 2, 3 raus. Zum Beispiel die Volatilität auf mittlerer Frist. Dividendenaktien sollten weniger schwanken. Deswegen wollen wir hier sehen, dass das auch so ist. Dann gucken wir uns zum Beispiel beim Thema Verschuldung an die Zinsdeckung. Nicht so sehr den ultimativen Verschuldungsgrad, sondern wie oft können die Zinsen bezahlt werden. Wir haben eine Margenkennzahl mit drin, damit wir sehen, das Geschäftsmodell ist grundsätzlich auch intakt. Wir haben auch das Free Cashflow Wachstum drin, damit wir sehen können, dass auch generell nicht nur Geld verdient wird, sondern zumindest das Wachstum langfristig mit der Inflation mindestens mal mitwächst. Dann haben wir nämlich zumindest gleich viel Cashflow, aber auch andere Dimensionen, wie wir gesagt haben, die Kontinuität. Soll heißen, wie lange wurde die Dividende eigentlich nicht mehr gekürzt. Und jetzt, siehe da, können wir langsam ins Beispiel fortschreiten. 3M hat seit 64 Jahren die Dividende nicht mehr gekürzt und seit 37 Jahren sogar jedes Jahr erhöht. Das heißt jetzt auf gut Deutsch einfach, dass wir in unserem Modell nachher ziemlich gesund annehmen können, dass die Dividende, die wir im letzten Jahr hatten, wahrscheinlich wiederkommen wird. Es ist natürlich eine Annahme, aber es ist nicht unlikely. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie wiederkommt. Und dann haben wir eine aktuelle Dividendenrendite. Das heißt, wenn ihr die Aktie zum jetzigen Kurs kaufen würdet, was wäre jetzt die Dividende, wenn nächstes Jahr die Dividende in einer selben Höhe kommen würde? Guckt es euch einfach an. Hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen. Und wir würden jetzt eben mit diesem Kandidaten 3M auch genauso weiterrechnen. Das ist unsere Beispielaktie, die ich euch gerne vorstellen würde. Und damit würde ich sagen, Ende der Aktienkategorie-Thematik, Ende der Kennzahlen-Thematik und los geht's. Wir springen mal in TradingView, um uns die Aktie genauer anzuschauen. Okay. Wir befinden uns in TradingView. Das ist eine Charting-Plattform. Da kann ich mir einerseits den Kurs einer Aktie anschauen, andererseits aber auch Fundamentaldaten. Deswegen ist es jetzt hier sehr, sehr praktisch. Natürlich gibt es auch Dutzende andere Charting-Plattformen oder ihr macht sogar direkt in der Trader-Workstation. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Hier kann man es aber schön zeigen. Und was wir hier sehen, ist der Langfristchart von 3M. So, wer jetzt natürlich sagt, ich will aber eher Trendaktien haben, der ist bei Dividendenaktien meistens nicht so oft anzufinden. Dividendenaktien tendieren eher langfristig seitwärts. Das liegt einfach daran, dass das Geschäftsmodell eben sehr stark gesättigt ist. Es gibt ja kaum noch Grund, dass die Aktie wächst, weil die Dividende wird ja immer ausgeschüttet. Es gibt ja kaum Reinvestitionen. Also soweit mal kurz zum Aktienkursverlauf. Für diejenigen, die sagen, ich achte da gar nicht so sehr auf den Verlauf, habt ihr natürlich fundamental entsprechenden Vorsprung.
Okay, was können wir eigentlich sehen? Ich muss mal kurz meine Fenster hier zurechtschieben. Wir sehen eine Aktie in kurzer Frist, die hier gerade notiert bei circa 128 Dollar und ein paar zerquetschte, genau gesagt 129,58. Und was jetzt interessant ist für uns ist, was gibt's eigentlich für eine Dividende gerade? Ja, das seht ihr zum Beispiel hier in diesem Chart unten. Das ist zwar schwer zu lesen, wird aber einfacher, wenn ich auf den Wochenchart gehe und weit raus scrolle. So, jetzt könnt ihr die Dividenden sehen, die pro Aktie gezahlt wurden. Seit immerhin, diese Datenhistorie geht jetzt hier bei 2004 los. Es war natürlich länger. Hier fehlen einfach die entsprechenden Daten. Das heißt, die Dividende, die hier gezahlt wurde, das sind ungefähr 5,92 Dollar. Das merken wir uns. Und damit öffne ich jetzt auch nur noch den oberen Chart. Gehe hier wieder auf den Tageschart und wir können mal rechnen. So, jetzt würde ich den Rechner auch aufmachen. Ich könnte kurz Rückmeldung geben, dass man den auch wirklich sieht, nicht dass der von unserem Webinar-Tool wirklich. Sieht man wirklich, sehr gut. Perfekt. Also, wir hätten also eine Dividende von ca. 5,92 $. Wenn ich die aktuelle Dividendenrendite ausrechnen würde, dann wäre das 129,54. Da muss ich jetzt teilen, oder 5,92 $ durch 129. Wir lassen es jetzt mal gleich sein. So, das entspricht einer Rendite von 4,58%, 4,6%. Das würde jetzt passieren, wenn ich die Aktie direkt kaufen würde. Und damit wäre das Beispiel vorbei. On top kann natürlich das Kurssteigerungspotenzial auch noch kommen. Es soll jetzt, wie gesagt, gar nicht wertend sein, dass diese Aktie bei uns eine Empfehlung ist oder dass wir sagen, 4,6% ist toll oder überhaupt nicht toll. Das entscheidet jetzt ihr. Aber das ist jetzt erstmal faktisch die aktuelle Rendite. Und wir wollen schauen, ob wir das Ganze vielleicht optimieren können. Denn wir haben ja mittlerweile Optionen kennengelernt und haben das eine oder andere Hilfsmittel, das andere Aktionäre nicht haben. Nämlich, wir könnten uns ja überlegen, was wäre, wenn ich die Aktie nicht zum aktuellen Kurs kaufe, sondern zum Beispiel zu einem Kurs, der tiefer liegt, zum Beispiel 125 oder 120. Entsprechend müsste ich was machen? Ich müsste mir die Optionskette anschauen und müsste einen Strike-Preis finden bei 120. Ich würde die Option so auswählen, dass ich die Aktie zu 120 kaufen darf oder wenn dieses Preisniveau nicht erreicht würde, ich dann einfach nur die Optionsprämie einkassiere und gar nichts machen muss. Und dieses Geschäft haben wir schon mehrfach vorgestellt. Das wäre der Short Put. Das wäre also der Verkauf einer Put-Option. Und ich würde vorschlagen, genau das machen wir jetzt. Merken uns mal auf der Zielgeraden 4,56% circa. Das ist aktuell die Rendite, wenn ich einfach direkt zuschlagen würde bei diesem Wert. Also gehen wir in die schöne Welt der Trader Workstation. Die müsstet ihr jetzt auf dem Bildschirm sehen. Genau das Layout, das wir gestern besprochen hatten. Links oben der Chart, links unten die Kette, rechts Portfolio und Ordermaske. Mit einem kleinen Unterschied oder kein Unterschied, aber mit einem Detail, nämlich derzeit ist die PayPal-Aktie reingeladen. Das seht ihr hier oben. Das seht ihr auch hier unten in der Kette. Und wir haben auf der Watchlist zum Beispiel 3M vorhin schon eingetippt. Ich kann also den ganzen Bildschirm umstellen auf 3M, indem ich einmal draufklicke und schon ist hier das ganze Fenster geupdatet. Links oben habe ich den Chart von 3M, rechts oben habe ich sogar die Ordermaske schon ausgefüllt, wenn ich das denn wollte, und links unten ist die Kette. Ja, jetzt ist die Aufgabe ganz klar. Wir suchen uns eine Option mit einem Strike von 120 und vergrößern die Optionskette. Step 1, was wir als erstes empfehlen, ist, sucht euch mal einen Monatsverfall aus, der auch ja einen Sinn ergibt. Das heißt, wir empfehlen euch jetzt bei Investmentstrategien nicht irgendwelche Verfallstage zu nutzen, die in einem Tag sind oder im 8-Tag. Da müsst ihr viel zu häufig die Option aufmachen. Ihr habt unnötig viele Ordergebühren auch und es gibt ein statistisches Optimum. Das liegt auf jeden Fall nicht bei 1 bis 8 Tagen. Wir empfehlen euch jetzt hier mal den nächsten Monatsverfall zu nehmen, der mindestens 20 Tage entfernt ist. Der nächste Monatsverfall wäre der 20. Januar. Das ist aber ja in 8 Tagen. Also nehmt einfach den 17. Februar. Es gäbe auch andere Möglichkeiten. Wir nehmen jetzt den 17. Februar. Okay. Als nächstes suchen wir, das haben wir ja gerade schon besprochen, wir suchen eine Put-Option. Das heißt, wir müssen auf der rechten Seite schauen und die linke Call-Seite, die ist quasi jetzt schon für uns gestorben. Da müssen wir gar nicht drauf schauen, also gar nicht verwirren lassen. Das bedeutet, dass die ganze Komplexität ja nur noch halb so groß ist. Wir schauen quasi nur noch ab dem Basispreis, ab hier nach unten.
Wir suchen jetzt innerhalb dieser Put-Seite einen Strike-Preis von 120. Strike-Preis war das Synonym für Basispreis, also der Wert ist schnell gefunden. Das wäre dann hier. Als nächstes ist die Frage, will ich die Put-Option kaufen oder verkaufen? Entsprechend zählt nämlich der Geldkurs oder Briefkurs, wenn ich jetzt die Order abfeuern wollte. Wenn ich verkaufe, ist es die 1,82. Da würde ich hier draufklicken zum Beispiel. Wenn ich es kaufen würde, dann wäre es die 1,86. De facto in der Ausführung kriegt ihr aber in der Regel ungefähr den Mittelkurs. Das kann man ja ungefähr im Kopf ausrechnen, wäre etwa 1,84 Dollar gerade. Und das kann natürlich schwanken, aber damit haben wir jetzt einen Wert, mit dem wir rechnen können. Okay, Fazit an der Stelle. Wenn ich eine FreeM-Aktie veroptionieren würde mit einem Short-Put, mit einem Basispreis von 120 und Laufzeit 17. Februar, was 36 Tagen entspricht, bekomme ich jetzt gerade zur Stunde oder zur Sekunde 1,84 Dollar an Prämie pro Aktie. Wir wissen aber, dass eine Option sich immer auf 100 Aktien bezieht, also wäre es entsprechend 184 Dollar Prämie auf 100 Aktien von FreeM. So, kurzer Cut, das wäre das Zwischenergebnis und jetzt können wir mal weiterrechnen. Jetzt rechnen wir einfach mal durch, wie profitabel ist eigentlich diese Option und später auch, was ist denn eigentlich die Distanz vom Aktienkurs zu 120? Wie handhabt sich das und das, wie kann man das später mit anderen Werten vergleichen? Also, wir holen uns den bekannten Taschenrechner wieder zurück. Da ist auch die 4,6% ungefähr Dividendenrendite noch drin. Jetzt setzen wir den auf 0 und rechnen neu. Wir wollen jetzt nur das Optionsgeschäft rechnen, nicht die Dividendenrendite, nur das Optionsgeschäft. Und da nehmen wir uns als erstes ungefähr diesen Mittelkurs von 120. Der Kurs hat sich etwas verändert, wie ihr seht. Ich rechne aber jetzt trotzdem mal weiter mit 1,83 Dollar meinetwegen, damit wir etwas konservativer rechnen. Und das wäre die erste Rendite, die ich berechnen möchte. 183 Dollar bekommen wir an Prämie für dieses Geschäft. Und wie wir jetzt rechnen ist, wir teilen das durch die Investitionssumme, die auf dem Tisch liegen würde, wenn wir die Aktie angedient bekommen würden. Verständnisfrage in den Chat. Wir haben ein 120er Strike. Welche Summe wäre es denn, die ich im Einbuchungsfall auf den Tisch legen müsste? Einfach im Chat kurz schreiben. Perfekt. Ihr seid spitze. Das kommt wie aus der Pistole. Es sind 12.000 Dollar in dem Fall. Deswegen teilen wir durch 12.000 Dollar. Das ist quasi der Renditebereich. Jetzt mal 100, damit ich die prozentuale Rendite habe. Das heißt, ich bekomme 1,525% Rendite für dieses Geschäft, wenn ich ein 120er Strike handle. Das ist also 1,525%. Dividende-Rendite war aber gerade 4,6%. Neue Frage in den Chat. Ist diese Rendite schlechter oder besser? Was habe ich jetzt gerade bewusst nicht verraten oder nicht erwähnt? Genau, exakt. Ihr seid auch hier spitze. Diese 1,525%, das ist ja nur für 36 Tage Restlaufzeit. Das ist ja nur die Prämie, die ich bekommen würde, als Rendite ausgedrückt, für 36 Tage. Natürlich muss ich das annualisieren. Das heißt, ich muss das jetzt hochrechnen aufs Jahr. Was würde quasi die Rendite sein, wenn ich einen solchen Trade, wie hier vorliegt, jetzt das ganze restliche Jahr finden würde? Wenn jetzt wir sagen, 36 Tage ist ungefähr ein Monat oder ein bisschen weniger, dann würde ich quasi diesen Trade 11 bis 12 Mal pro Jahr finden müssen, damit ich die Rendite wirklich auch einkassieren kann. Das Schöne ist, man findet immer solche Setups, also kann man diese Annahme schon mal tätigen an diesem Zeitpunkt. Okay, wie annualisiere ich das jetzt? Wir merken uns kurz die 1,525, die ich jetzt habe. Ganz einfacher Trick ist, ich muss jetzt die Kalendertage des Jahres, wir gehen jetzt mal von 360 aus, machen ein bisschen weniger, die teile ich jetzt durch die Zahl der Restlaufzeit. Die Restlaufzeit sind 36 Tage und genau deswegen habe ich jetzt dieses einfache Beispiel gewählt. Das wäre jetzt quasi 10. Ich müsste diese Rendite also annualisieren mit 10. Ist jetzt kein geometrisches Wachstum, was wir annehmen. Wir wollen es einfach halten. Das ist quasi einfach eine lineare Argumentation. Und die Rendite von gerade war ja 1,525, das Ganze mal 10. Also die annualisierte Rendite für dieses Optionsgeschäft ist 15,25%. Das beschreibt schon viel besser, was das eigentlich ist. Ich sehe im Chat, ihr habt fleißig mitgemacht. Perfekt. Das ist also das entsprechende Geschäft. Wir fassen also wieder zusammen. Wir würden 15,25% bekommen, wenn ich mich bereit erkläre, die FreeM-Aktie zu 120 Dollar zu kaufen
Aber dieses Geschäft gilt nur bis 17. Februar, dann wäre es fällig. Und im Hinterkopf behalten, 3M ist eine Dividendenaktie, also das Risiko der Aktie selbst ist hier sehr, sehr gering, sehr überschaubar. Es gibt zwei Szenarien. Die Option kann entweder wertlos verfallen, dann würde ich quasi nur die Prämie einkassieren, oder aber die Aktie würde fallen. Dann wird sie eingebucht im schlimmsten Fall, wenn ich das zulasse. Ich kann ja auch in der Zwischenzeit reagieren. Gehen wir davon aus, ich würde es nicht machen. Dann wird sie eingebucht und zwar zu $120. Dann ist das Risiko auch überschaubar. Wir haben eine Aktie, die wenig schwankt. Ihr wisst Bescheid. Also es ist auf jeden Fall über die Zeit, wäre es zu retten, wenn ich die Aktie gar nicht haben will. Okay, so, damit haben wir also jetzt eine Rendite von 15,25%, aber wir können noch ein bisschen verfeinern. Was wäre nämlich jetzt eigentlich die Dividendenrendite? Für die unter euch, die sagen, Dividendenaktien interessieren mich sowieso, können wir noch einen draufsetzen. Was wäre die Dividendenrendite im Einbuchungsfall? Eine Sache bleibt nämlich gleich. Wir haben ja $5,92 Dividende noch im Kopf vielleicht von vorhin. Die bekommen wir ja per Annahme sowieso. Die Dividendenrendite war 4,6% circa, aber ja bezogen auf den aktuellen Kurs. Wir können uns also fragen, was wäre eigentlich die Rendite im Einbuchungsfall? Und da würde ich ja einfach teilen, $5,92, ich schreibe es mal hier hin, das war ja die Dividende, die wir annehmen, dass die wieder kommt, geteilt durch 120, was ja der Einbuchungsfall wäre. Das könnten wir ausrechnen. Nochmal eine Frage in den Chat. Wäre das tatsächlich die endgültige Dividendenrendite oder müssen wir noch was beachten? Genau, perfekt. Da kommt noch ein Punkt dazu. Die Optionsprämie, die bekommen wir trotzdem. Ganz oft vergessen, auch wenn es zur Einbuchung kommt, darf ich die Prämie behalten. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, ich ziehe einfach vom Aktienkurs, das ist ja die 120, also vom Einbuchungskurs, nochmal die Prämie ab. Und zwar ziehe ich natürlich jetzt nicht die 100-fache Prämie ab, sondern ihr könnt es euch ganz einfach machen. Ihr zieht einfach jetzt hier den Mitkurs ab, den ihr bekommen habt bei der Ausführung. Jetzt machen wir es uns wieder einfach. Wir gehen mal kurz von $1,80 aus. Angenommen, das wäre der Kurs gewesen. Dann wäre ja der Einbuchungskurs effektiv nicht 120, sondern es wäre 118,20. Das ist der Einbuchungskurs. Effektiv, wenn ihr die Prämie noch in diesem einen Geschäft mit überlegt hättet. Nochmal eine Ergänzung. Vielleicht habt ihr die 3M-Aktie davor schon 3-4 Monate veroptioniert und sie wurde nicht eingebucht. Und dann wird sie eingebucht. Da könntet ihr das sogar tatsächlich die Kostbasis noch weiter verringern. Das müsst ihr natürlich rechnerisch selber dann buchführen. Aber die Idee ist, glaube ich, klar. So würde man das dann berechnen. Jetzt zu guter Letzt wollen wir es mal noch zu Ende kalkulieren. Wir würden also $5,92 Dividende kriegen, teilen das Ganze durch 118,20 und jetzt steht hier ziemlich genau eine glatte 5%. Das wäre also die Rendite, die ihr euch einloggen würdet, wenn es zur Einbuchung kommt. Wenn es nicht zur Einbuchung kommt, dann habt ihr quasi nur die Prämie, aber das hat sich ja auch ziemlich schön gerechnet. So, soweit mal zu diesem kurzen Beispiel. Ich würde mal eben in die Fragen schauen, ob irgendetwas ganz grob noch zu ergänzen wäre. Owe hat gesagt, die Kommission sollte auch abgezogen werden. Das gebe ich natürlich zu. Man sollte die Ordergebühr noch dazu abziehen, damit man sich hier nicht zu schön rechnet. Also je nach euren Konditionen wäre das $3-4 maximal, die da fällig wären. Ihr habt sehr, sehr häufig die richtige Ergänzung und Rechnung hier gestemmt. Eine Frage gab es noch zu den Quartalszahlen. Die Quartalszahlen zum Beispiel bei diesem Unternehmen wären jetzt scheinbar am 24. Januar. Müsste man kurz prüfen. Gehen wir einfach mal davon aus, die wären jetzt zwischen der Laufzeit. Gibt es verschiedene Ansichten. Wenn jemand sagt, ich will einfach nur Optionen handeln, um die Prämie zu bekommen und der Basiswert interessiert mich nicht, dann würden wir immer sagen, höllisch aufpassen, lieber nicht über Quartalszahlen handeln. Wenn ihr aber sagt, nein, ich handle diese Optionen aus einer Investitionsidee heraus, das heißt, ich würde die Aktie gegebenenfalls auch längerfristig halten, dann sagen wir, könnt ihr auch über die Quartalszahlen handeln. Warum? Welche Argumentation dahinter? Naja, es geht ja darum, die Aktie auch wirklich zu bekommen, langfristig oder kurzfristig. Ihr würdet ja aber, wenn ihr nicht Optionen handeln würdet und direkt die Aktie hättet, dann würdet ihr ja nicht jedes Mal vor den Quartalszahlen die Aktie verkaufen und am Tag nach den Quartalszahlen wieder kaufen, weil ihr sagen würdet, die Quartalszahlen sind riskant, sondern ihr würdet sie einfach durchhalten. Entsprechend argumentieren wir auch,
vom Basiswert zum Derivat, zur Option, dann könnt ihr auch die Option einfach durchhandeln. Ihr würdet die Aktie ja nehmen. Das Risiko bei den Quartalszahlen kommt auch da immer ganz wesentlich aus der Aktienkategorie. Das heißt, über die Quartalszahlen handeln bei Wachstumsaktien, das ist fast sicher Selbstmord finanziell gesehen, mittelfristig. Da gibt es immer mal auf die Mütze. Bei Werten aber wie Dividendenaktien ist das sowieso nochmal separat deutlich, deutlich limitiert, dieses Risiko. Aber ich glaube, damit ist klar geworden, wie wir die Quartalszahlen sehen. Es kommt darauf an, was eure Idee ist, die dahinter steckt. Okay, wir merken also, die annualisierte Rendite von diesem Optionsgeschäft war 15-16%. Wir haben die Dividendenrendite etwas steigern können. Und einen letzten Punkt wollen wir noch vergleichen, nämlich wie weit kommen wir eigentlich jetzt mit dem Kurs oder andersrum mit dem Strike aus dem Kurs raus für diese 15% annualisierte Optionsrendite. Springen wir ganz schnell zurück zur TradingView-Plattform. Wir sehen den aktuellen Kurs hier immer noch bei diesen 129 und wir haben jetzt gesprochen über den Einbuchungskurs von 120 respektive, wenn ich noch die Prämie abziehen würde, waren es halt 118. Ich markiere das einfach mal mit diesem Bereich hier. Da ist auf jeden Fall beide Fälle jetzt drin. Nagelt uns nicht fest auf die genauen Zahlen. So pixelgenau muss es nicht stimmen. Wir messen das einfach mit gedrückter Umschalttaste in TradingView. Kann ich schauen, was ist also der Kursabstand. Also 7,27% zum Strike. Zum Break-Even des Geschäfts wären es 8,62%, wenn ich die Prämie abziehe. Also wir merken uns einfach mal im oberen Bereich 7-8%. Ja, das wäre der Abstand vom aktuellen Kurs zum Strike, wenn es zu Einbuchung käme. Das heißt, diese Optionsrendite von 15% plus ein Schnaps dazu, die bekomme ich mit einer sogenannten Fehlertoleranz von 7-8%. So weit dürfte der Kurs quasi fallen bis zum Verfallstag. Der Verfallstag war ja hier am 17., wo jetzt die gestrichene Linie ist. Bis dahin dürfte die 7% fallen und dann käme es ja erst zur Frage, ob die Einbuchung überhaupt kommt. Dann bin ich ja erst am Strike. Alle anderen Szenarien wären quasi ein Verlust, ein Wertlosverfall der gesamten Prämie und somit für uns ein Gewinntrade. Ich markiere das auch nochmal ganz final so. Das wäre jetzt der Verfall und alle möglichen Szenarien, die zu einem kompletten Wertlosverfall der Prämie führen würden und somit für uns zum maximalen Gewinn, wäre zum Beispiel eine solche Bewegung, eine Seitwärtsbewegung, ein Verfall bis hierhin, ein Verfall mit anschließendem Anstieg, oder ein steiler Einstieg, natürlich all das wären die Szenarien, die unser Optionsgeschäft ans Ziel bringen würden. Und ihr merkt natürlich schon statistisch, dass das die überwiegende Mehrheit der Renditeverteilungen ist. Und das hat zur Folge, dass der Optionshandel auch, was die Trefferquote anbelangt, sehr, sehr hoch ist. Also auch psychologisch ein sehr dankbares Handelssystem, weil ihr sehr häufig treffen werdet. Okay, damit haben wir ein Riesenbeispiel abgehakt. Und auch nochmal, wie versprochen, direkt vom Screening bis in die Trader Workstation im Schnelldurchgang argumentiert, mit Fokus auf die Kalkulation. Und würde sagen, wir können auch ganz langsam mal das Geschäft einer Dividendenaktie verlassen und uns mal anschauen, wie würde jetzt im Vergleich eigentlich die PayPal-Aktie aussehen. Da haben wir ja gesagt, haben wir sie eher auf qualitativer Ebene bewertet. Das heißt, Dividenden werden dort nicht gezahlt. Wollen wir auch gar nicht unbedingt sehen. Wenn wir sehen können, das Unternehmen wächst sehr stark in Free Cashflow und Umsatz, hat tolle Margen, dann macht es natürlich Sinn, dass das Unternehmen sehr viel reinvestiert ins eigene Geschäft. Entsprechend haben sie auch mehr Kurssteigerungspotenzial, wenn ich zum richtigen Kurs einsteige. Ich muss natürlich auf die Bewertung achten. All diese Themen haben wir ja in Webinar 1 schon euch zusammengefasst. Die PayPal-Aktie sehen wir gerade als ungefähr fair bewertet. Aber mit einem Optionsgeschäft, merkt euch wieder, kann ich natürlich entsprechend dafür sorgen, dass die Aktie, wenn sie eingebucht würde, günstig eingebucht würde. Ich muss halt einfach einen Short-Put schreiben, der aus dem Geld liegt, also unterm Kurs. Und Philipp Malte wird euch jetzt ein bisschen durchführen durch dieses Beispiel und wir werden wieder in der Trader Workstation uns anschauen, wie das Ganze am Ende sich eigentlich rechnet.